Und zwar, was mir in letzter Zeit ein bisschen aufgefallen ist, oder vielleicht kennt das ja auch, manchmal ist es ja so ein bisschen so, dass viel Streit und Zank entsteht wegen Nichts und Kleinigkeiten und dann driften wieder Menschen auseinander. Es ist immer ein bisschen blöd, wenn sowas halt passiert. Wenn man halt wieder zusammenfindet, ist es ja halt das Schönste auf jeden Fall. Aber ich kann ja auch nur von mir reden sozusagen. Und früher war es so gewesen, dass ich halt ein Mensch war, der hat generell viel Streit in sein Umfeld reingetragen. Meine Oma hat ja früher, wenn sie über mich geredet hat, hat sie immer gesagt, ja, der Fabian, der ist ja ein waschechter Satansbraten, so hat sie mich immer genannt. Also es gab halt praktisch kein Fettnäpfchen, in das ich halt nicht reingetreten bin, und es gab halt damals kein Blödsinn, den ich nicht angestellt habe. Also das ging dann so weit, dass ich dann so mit 14, 15 Jahren oder so das erste Mal von der Polizei nach Hause gebracht wurde. Und ja, ich habe meinem Vater nicht gerade Freude bereitet. Also ich war kein guter Sohn, ich war ein schlechtes Enkelkind und habe halt praktisch meinen Eltern und Großeltern nur Sorgen bereitet. Also ging dann auch so weit, ich war dann auch immer nur noch beim Jugendamt. Ja, mein Vater hat dann noch einen Familienhelfer und sowas alles geholt. Und irgendwann bin ich dann später auch ins betreute Wohnen drin und hatte einen Sozialarbeiter und alles. Und alle haben eigentlich schon immer gesagt, dass ich halt eigentlich eine perfekte Knastkarriere hinlege und irgendwann im Gefängnis lande. Ja, und auch arbeitsmäßig lief es damals bei mir auch nicht gut. Also es war eigentlich überall Land unter. Aber irgendwie habe ich mich dann wieder gefangen. Und was führte halt dazu? Also irgendwann, ungefähr Anfang 20, habe ich mich dazu entschlossen, folgendes Buch in die Hand zu nehmen. Das war halt praktisch das Buch. Also jetzt habe ich hier eine Ausgabe, ein Neues Testament in der Hand. Ich habe halt eine Bibel, Altes und Neues Testament in die Hand genommen und habe angefangen, da drin zu lesen. Ursprünglich war es halt der Grund gewesen, warum ich damit angefangen habe, ist, weil ich halt viele Gläubige um mich herum hatte. Und ich fand das damals alles mit Jesus Christus und Gott, das hat mich alles nicht so erfreut. Und ich war damals halt nicht positiv gegenüber dem christlichen Glauben eingestellt. Also habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, aus dem Grund, um halt den Menschen um mich herum zu beweisen, dass ich es halt besser weiß. Also habe ich halt mit der Bibel angefangen und bin schließlich zu dem Punkt gekommen, hey, das gibt wirklich einen Gott. Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass ich die ganze Zeit der Idiot war. Ich habe dann auch irgendwann, da war ich so zum Ende hin des Alten Testamentes, habe ich auch angefangen, mein erstes Gebet zu sprechen. Das war zum Beispiel gewesen, da habe ich das Gebet Salomos gelesen. Und da hat Salomo darum gebeten, dass er halt von Gott Weisheit und Verständnis kriegt. Und dasselbe habe ich halt auch gemacht. Und ich habe halt gesagt zu Gott im Gebet, Gott, ich verstehe nicht, was da halt in der Bibel ist. Also vieles widerstrebt mir in der Bibel. Und dann hat mir halt Gott nach und nach gezeigt, was halt in der Bibel steht, sodass ich halt verstehen konnte, was halt da drinne steht. Und übers Lesen konnte ich halt praktisch dann auch zum Glauben finden. Und das Feine war halt gewesen, ich habe ja damals in meine Familie viel Streit reingetragen. Also mein Vater, ja, ihm habe ich halt immer Sorgen bereitet. Und schließlich ist es so gekommen, dass Gott auch dafür gesorgt hat, dass dann wieder Versöhnung zwischen mir und meinem Vater halt stattfindet. Und dass dann Heilung in meine Familie reingetragen wird. Und vielleicht kennt das ja auch. Vielleicht ist ja bei euch in der Familie auch Streit. Vielleicht ist ja bei euch in der Familie auch viele Zwistigkeiten, wo er sagt, hey, das tut mir aber nicht so gut. Und ich wünschte gerne, dass alles ein bisschen anders wäre. Und dann kann ich nur sagen, wenn er feststellt, dass irgendwie bei euch viel Streit in der Familie ist, macht den ersten Schritt zu Gott, einen Schritt zur Heilung und nimmt einfach mal die Bibel in die Hand. Fangt einfach mal drin an zu lesen. Ist jemand unter euch, der Lust hat, Neues Testament einfach mal entgegenzunehmen? Möchte jemand von euch Neues Testament haben? Okay. Wie gesagt, ihr habt nachher die Chance, an den Büchertisch ranzukommen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch halt ein Neues Testament mitnehmen. Ihr seid halt recht herzlich dazu eingeladen.
Nur ihr selbst haltet euch davon ab. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch was aus dem Johannesevangelium vorlesen. Warum halt das Bibellesen so wichtig ist. Und zwar lese ich aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 vor. Und als Einleitung dafür müsst ihr halt verstehen, das ist halt zum Ende des Johannesevangeliums halt hin. Und es war zu dem Zeitpunkt gewesen, ja, als Jesus halt wieder seinen Jüngern erschien. Ungefähr so zu dem Zeitpunkt. Und ich lese einfach mal drinnen draus vor. Und zwar, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben leben habt in seinem Namen. Ich lese diesen Vers daraus halt vor, weil ich halt finde, dass dieser Vers so schön dafür steht, dass man halt auch über das Lesen halt auch zum Glauben finden kann. Und vielleicht so ja auch einen Draht zu Gott aufbauen kann. Weil wenn ich mich an mich zurückerinnere, hat ja Gott auch schon damals viele Wunder in meinem Leben halt getan. Aber ich wollte sie halt nicht anerkennen. Und durch das Bibellesen praktisch habe ich halt erkannt, wo halt Gott an welcher Stelle wirkt. Ja. So, das war es erstmal dazu. Und noch eine andere Sache. Ich kann verstehen. Achso, ist alles okay da drüben? Achso, ihr habt da gerade Unruhe? Okay. Ja, ach, alles ganz entspannt. Normalerweise zeige ich ja an der Stelle immer wieder einen kleinen Aufkleber mit vier Symbolen. Um ein bisschen halt praktisch die Geschichte zu erklären, was halt Jesus Christus und Gott halt angeht. Aber ich werde es heute mal ohne Aufkleber ein bisschen erklären. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass Gott jeden einzelnen Menschen hier auf diesem Platz liebt. Aber leider sind wir Menschen durch unsere Fehlentscheidungen, die wir halt treffen, von Gott getrennt. Das bringt halt zum Beispiel viel Streit, viel Krankheit und viele Zwistigkeiten bei uns in die Familie rein. Dinge, die uns einfach nicht gut tun, also Unfrieden. Und durch diesen Unfrieden und diese Unbeständigkeit sind wir halt einfach von Gott getrennt. Aber das ist ja halt kein Problem, weil Gott nämlich jeden einzelnen Menschen liebt, hat er sich auch einen Heilsplan ausgedacht. Und der Heilsplan war halt folgender, damit halt der Mensch wieder in die Heilung und die Verbindung mit Gott finden kann. Und zwar, dass Gott in Fleisch gefahren ist, wir kannten ihn dann als Jesus Christus und anschließend ist er halt den Kreuztod gestorben. Damit halt unsere Sünden hat er dann halt praktisch auf sich genommen. Weil halt gerade die Sünden sind halt die Probleme, die uns halt von Gott trennen. Und am Ende des Tages steht halt jeder vor der Entscheidung, ob er halt praktisch Jesus Christus in sein Leben einladen möchte und somit auch die Heilung in sein Leben einladen möchte oder ob er halt weiterhin so ja, in seinem Dasein verharren möchte. Das steht halt jedem frei. Und wenn ihr Lust habt und wenn ihr merkt, dass irgendwas in eurem Leben halt in der, ja, einfach schief läuft, dass irgendwas im Ungleichgewicht ist und ihr halt Lust habt, Frieden in euer Leben wieder reinzubringen, Frieden in eure Familie, Heilung in die Familie reinzubringen, kommt nachher ran und dann erzählen wir euch gerne mehr über Jesus Christus. Und wenn ihr ganz mutig seid, könnt ihr nachher auch ein kleines Übergabegebet mit uns durchführen und Jesus Christus in euer Leben einladen. Ihr habt am Ende des Tages nichts zu verlieren. Es steht also nur, es hängt also nur von euch ab, ob ihr Lust habt, was Neues zu wagen und Heilung in euer Leben einzuladen. Euer Wille ist entscheidend. Und wenn euch der Wille fehlt, nehmt die Bibel in die Hand und versucht den Willen zu Gott, zum Guten und Richtigen zu entwickeln. Wenn ich das konnte, dann könnt ihr das sicher auch schon lange. Ja, dann fügt nochmal ein kleines Abschlussgebet durch, bevor es dann losgeht. Herr Jesus, erstmal ein liebes Dankeschön, dass sich heute das Wetter hält, dass wir einfach heute hier zusammenkommen können und ja, dass hier so viele liebe Gesichter da sind, dass die Menschen sich versammelt haben. Und Vater unser im Himmel, im Namen Jesus Christus bitte ich dich einfach um Beistand. Schütze uns einfach davor, dass mit uns einfach, wie heißt es so schön, der Teufel durchgeht, dass wir Streit einfach in unser Umfeld reintragen, dass wir das nicht machen. Behüte uns davor vor Unheil. Behüte uns einfach davor, dass wir einfach unsere Mitmenschen irgendwie in Ungleichgewicht bringen.
und steh uns einfach bei. Schenk uns Kraft, Energie und Mut und Gesundheit und segne heute dieses Essen. Sorg für einen regen Austausch und sorg dafür, dass du irgendwie heute stärker auch noch in den Mittelpunkt gestellt wirst. Deshalb, lieber Gott, offenbar dich einfach in dem Leben jedes Einzelnen und steh ihm bei. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Missstände verschwinden nicht, wenn du wegschaust und weghörst, indem du dich narkotisierst. Glaube nicht den Abbildern des Bildschirmes. Sie bewirken, dass du auf Abwege gerätst, damit sich das Übel ungehindert ausbreiten kann. Durch den Bildschirm wirst du betäubt, damit du das Unheil zulässt. Merkst du nicht, dass du bereits in Flammen stehst? Willst du nicht erkennen, dass alles um dich herum zu Asche herunterbrennt? Kannst du nicht zwischen gesund und ungesund, richtig und falsch oder gut und böse unterscheiden? Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de.